Winnetou hatte sein Pferd herbeigeholt und unterwegs einen der versprengten indianischen Mustangs eingefangen, den er jetzt Sam Firegun brachte. Mein weißer Bruder ist gekommen mit dem Feuerross. Er nehme dieses Tier, um zu seinem Wigwam zu gelangen. Er führte die beiden Pferde zu dem Ort, wo man die anderen vier angepflockt hatte, und streckte sich dann am Feuer nieder. Auch die anderen nahmen neben dem Apachen Platz, um für kurze Zeit auszuruhen und dann ihren Weg fortzusetzen. Sander hatte sich neben Firegun gesetzt. Er schien zu erwarten, dass dieser eine Unterhaltung über ihre Privat- und Familienangelegenheiten beginnen werde, hatte sich aber darin geirrt, denn der Tracker redete nur mit Winnetou, und zwar in indianischen Ausdrücken, die den beiden Neulingen vollständig unverständlich waren. Incho Oka Oglala, Gangster Tricky Ohio. Basta lasso totem. Chun fango pronto. Tomahawk Pony. Wow. Wow, Winnetou. Erst als man sich zum Fortgehen rüstete, wandte er sich an die beiden nichtsahnenden, eingedeutschten Franzmänner. Heinrich Sander, ich habe euch von Clairon zu grüßen. Dieses unerwartete Wort traf den Angeredeten, als hätte ihn ein Blitzstrahl getroffen. Aber er raffte sich schnell zusammen und fragte allerdings mit vor Schreck heiserer Stimme: Clairon? Wer ist das, Oheim? Der Kapitän des L'Horrible, oder meinetwegen auch der Vicomte de la Tour, kennt Clairon jedenfalls ebenso genau wie ich. Peter Wolf klingt nicht für einen Mann wie ihr seid der Name Jean Le Trier besser? Die Blässe eines Wachstuchs überzog das Antlitz Peter Wolfs alias Le Trier. Aber sie deutete weniger auf Vornehmheit, denn auf Entsetzen.